Liebe Hasbergerinnen und Hasberger, herzlich willkommen zu Hügel TV. Hallo Hasbergen. Zunächst einmal Ihnen und euch allen frohe Ostern am heutigen Ostersonntag. Der Osterhase hat kein Kontaktverbot und wird hoffentlich überall erschienen sein oder noch erscheinen und seiner Aufgabe perfekt nachkommen, wie das in allen Jahren der Fall ist. Bei mir ist heute am Ostersonntag, schön, dass du es heute geschafft hast. Man kann sich ja durchaus beschäftigen. Tommy Reichenberger. Hallo. Grüß dich, Tommy. Hi. Ja, bevor wir zu den vielfältigen Aktivitäten von Tommy Reichenberger kommen, erst noch ein paar Nachrichten. Wir werden immer mal wieder gefragt, wie viele Kinder eigentlich die entsprechende Betreuung in den Schulen und in den Kitas wahrnehmen. Wir haben da jetzt mal Daten bekommen. In den Schulen sind es tatsächlich keine Kinder, die derzeit betreut werden. Ein bisschen überraschend, finde ich. Aber in den Schulen ist das so. Und in den Kitas ist es so zwischen 0 und 4 Kindern. Da gibt es ja ganz strenge Bestimmungen und die werden in seltensten Fällen erfüllt. Also da das spielt gar keine Rolle in dem Sinne mengenmäßig, finde ich ganz spannend. Es wird ja ohnehin die Frage sein, wie geht es weiter mit den Schulen? Ist nach Ostern da der reguläre Start wieder möglich? Das wird wahrscheinlich wohl nicht der Fall sein nach unseren Prognosen. Und nach allem, was wir so gehört haben, könnte es Herausforderungen im Bereich der Schülerbeförderung geben. Das kann man sich ja vorstellen. Man weiß, wie voll die Busse nach Osnabrück sind morgens und das wird unter Umständen in der Form so nicht gemacht werden können. Deswegen kann es durchaus sein, vielleicht, dass es dann in einem eher ja, Zug-um-Zug-Verfahren läuft. Dazu dann gleich ein bisschen mehr. Eine wichtige Sache für das heutige Osterfest, die Osterfeuer sind komplett verboten. Osterfeuer in aller Ausprägung, das heißt also am Boden. Diese Dinge, die zunächst genehmigt waren, die Genehmigungen sind zurückgefahren worden. Das ist allgemein bekannt. Man sollte es tunlichst einhalten, das ist mein Rat, denn das wird nach unseren Informationen intensiv und sehr genau kontrolliert. Es wäre ja schade, wenn da irgendwas bei rauskäme, was nicht wirklich gewünscht ist. Ja, da habe ich schon einen Bereich genannt. Es gibt Regulierungen, die für uns alle ja schwer nachvollziehbar sind, manchmal die sich regelmäßig ändern. Ich sag mal, das Beispiel Waschstraßen könnte man da zum Beispiel nennen. Und da fragt man sich, was ist denn eigentlich gerade aktuell? Es gibt so viele Erlasse, es gibt so viele Bereiche des Lebens, die von diesen Einschränkungen betroffen sind, dass es schon wichtig ist, sich einen Überblick zu verschaffen. Und hier hat der Landkreis Osnabrück, wie ich finde, eine gute Sammlung veröffentlicht, und man muss es mittlerweile wirklich Sammlung nennen, unter www.landkreis-osnabrück.de ist diese abrufbar. Da werden ein Großteil der Fragen beantwortet. Ist dieses zulässig? Kann ich dieses noch machen? Wen kann ich wen, wie, unter welchen Umständen besuchen? Diese Fragen werden dort intensiv erörtert und schaut gerne mal rein, wenn ihr eine konkrete Frage habt und wenn es gar nicht anders zu lösen ist. Auch immer gerne die Anfrage an uns. Wir helfen Ihnen und euch da gerne weiter, auch nach Ostern. Ja, also erste Zeichen sind auch schon wieder so ein bisschen hoffnungsvoll. Ich habe hier eine Einladung bekommen. Bitte beachten Terminänderung. Ich halte das mal hoch. In Hasbergen findet demnächst der Kreis Heimattag statt. Normalerweise sollte er am 25. April stattfinden. Das geht natürlich noch nicht. Aber auch hier gibt es schon wieder neue Termine. 25. Juli 2020 an dieser Stelle. Das heißt also, man geht schon davon aus, dass bestimmte Dinge auch irgendwann wieder funktionieren sollen. Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn man was bekommt, wo es nicht gleich eine Absage gibt, sondern einfach eine Verschiebung. Denn wir wollen ja das ein oder andere dann nachholen. Ja, Tommy, nachholen, ich glaube, das ist das Stichwort für uns beide an dieser Stelle. Du hast ein Leben ja im Grunde nach für den Fußball. Im Moment ist es, kannst du zwar einen Ball wohl hochhalten, aber ansonsten alles andere ist nicht möglich. War ein Leben für dich in der Form ohne Fußball so vorstellbar? Wie nimmst du das im Moment wahr? Ja, man sagt ja so schön, Fußball ist unser Leben oder sicherlich auch ein ganz großer Teil meines Lebens. Allerdings hat sich das in den letzten Jahren auch ein Stück weit in dem Sinne verrückt, als dass man ja eine Familie hat, die dann doch einen Großteil gerne einnimmt oder wo man sich noch lieber drum kümmert als um nur Fußball. Und von daher, man kann sich dann schon auch irgendwie beschäftigen, auch wenn es manchmal schwerfällt, weil die sozialen Kontakte im Moment natürlich mehr oder weniger ausbleiben. Aber ja, man kann sich ein bisschen helfen mit den neuen Medien, mal Skype mit der Familie, die eben bundesweit verteilt ist, oder mit ein paar Freunden Kontakt halten. Dann ja, fiebern wir darauf hin, bis der Ball wieder in Vordergrund rückt. Wie darf ich mir das vorstellen, nachts bei Familie Reichenberger, ohne jetzt ins Detail zu gehen, wenn du den Fernseher anhast, Italien, Deutschland 1970 oder was schaust du dir da an?
Ja, Fußball darf ich zu Hause nicht ganz so oft gucken. Wir sind ja meistens zu zweit auf der Couch, bald wahrscheinlich zu viert, wenn die Kiddies noch ein bisschen älter sind. Und dann bin ich wahrscheinlich nur noch Nummer 4, der an der Fernbedienung ist. Und von daher, also wir kommen eigentlich bisher immer ganz gut klar. Es läuft Fußball meist nur dann, wenn es ganz wichtige Spiele sind. Gut. Was ja hoffentlich bald mal wieder passiert. Ja, ein ganz wichtiges Spiel für die Spielfans in Gasteasbergen, wo du ja auch bei den alten Herren aktiv bist, Ü40 zumindest, hätte stattgefunden. Und da gibt es eine traurige Nachricht jetzt, Tommy, was da passiert? Ja, traurig in dem Sinne, als dass der, also wir haben uns mit der Ü40 von Gaste eben qualifiziert für die Niedersachsenmeisterschaft. Ich glaube, das gab es so noch nie, waren auch mächtig stolz, haben das auch gebührend gefeiert. Und leider ist jetzt der Termin in Göttingen Ende Mai, müsste ich was liegen oder was Anfang Mai, auf jeden Fall ist abgesagt, vielleicht verschoben, vielleicht kann es auch gar nicht stattfinden. Wir wissen ja alle nicht, wann wir wieder was dürfen, aber das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir da jetzt nicht hinfahren dürfen. Ja, es waren schon große Bustouren geplant mit Übernachten. Ich hatte da auch eine Anfrage und hätte auch durchaus Interesse entwickelt. Also von daher schade, dass dieser tolle Erfolg dann nicht ausgelebt werden kann. Hoffen wir auch da auf das Nachholen. Aber du hast recht, das ist einfach die wichtigste Nebensache der Welt. Kommen wir vielleicht mal zu anderen Themen, wo du ja aktiv bist mit vielen anderen zusammen auch. Ihr habt einen Verein gegründet, Hasbergen bewegt sich, heißt er, und der kommt vielleicht ganz passend in die jetzige Zeit. Den Vorsitzenden Fabian Voges möchte ich auch gerne noch einladen hier, der das dann vielleicht nochmal so ein bisschen detaillierter ausführt. Aber was verbirgt sich hinter Hasbergen, bewegt sich? Der eine oder andere wird es mal am Weihnachtsmarkt gesehen haben, aber nicht alle waren da, obwohl fast alle. Fast alle, das stimmt. Ja, wir haben, der Förderverein hat sich ein bisschen gegründet aus dem Förderverein des katholischen Kindergarten, wo wir schon im Großteil zusammen waren, sind dann so ein bisschen ausgeschieden, nachdem unsere Kinder dann eben eine Stufe höher in die Schule gewandert sind und haben gesagt, wir haben doch eigentlich viel erreicht, hat viel Spaß gemacht, lass uns doch irgendwie zusammenbleiben. Dann wollten wir eigentlich zuerst für den Fußballverein einen Förderverein gründen und haben dann aber nochmal die Reißleine gezogen und gesagt, Moment mal, warum eigentlich immer nur Fußball? Und haben das dann, ja, für Kinder natürlich und Jugendliche, das ist uns schon wichtig, haben dann Hasbergen bewegt sich gegründet, damit wir eben Kinder und Jugendliche in die Bewegung bekommen. Also entweder spenden wir was, man kann sich also immer an uns wenden und nachfragen, Mensch, wir brauchen vielleicht einen Squashschläger oder ein Trampolin, eine Tischtennisplatte, wie auch immer, Vereine oder sonstige Institutionen. Und teilweise haben wir auch mit euch, mit der Gemeinde zusammen, das ein oder andere Sportangebot, was montags immer anlief und auch gerade am Anlaufen war, wurden wir auch ein bisschen gestoppt. Aber es ist vielfältig und macht uns einfach Spaß, wenn wir das, was uns immer schon inspiriert hat, nämlich Sport und Bewegung, wenn wir das irgendwie weitergeben dürfen. Da bleiben wir in der Bewegung auf jeden Fall. Wie gesagt, da gehen wir demnächst nochmal so ein bisschen mehr ins Detail. Und es geht ja auch vor allen Dingen, wie du sagtest, darum, Kinder zu bewegen. Im Moment ist es so, wir haben ja eben am Anfang gesprochen über die Schulen, die, wer weiß wann, wieder aufmachen. Und in Grundschulen kann es ja nochmal anders sein. Und die Eltern möchten natürlich ihre Kinder bewegen, sich mit ihren Kindern bewegen. Gibt es da irgendwie besonderen Rat oder irgendwie besonderen Kniff, den du da nennen kannst, ohne dass du jetzt eine Übung direkt vormachst? Das ist vielleicht besser. Ja, also ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Eltern sich überhaupt gerade in dieser Zeit, wo man sich mal intensiv mit den Kindern, mit der eigenen Familie beschäftigen, fast schon muss, aber vielleicht ist das Wort darf einfach noch angebrachter, dass man sich mal zusammen vielleicht die Fahrräder schnappt und sagt, komm, wir fahren mal durch den Hügel, hier wir haben wunderschöne Landschaft, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, jetzt zu viert in dem Kreis, dass wir einfach die Natur genossen haben. Wir haben aber auch schon im Garten zusammengestanden. Meine Frau ist ja sportmäßig nicht ganz so nachlässig wie ich, bin ja dann manchmal nur so, wenn ich muss. Und sie hat uns auch schon animiert, da die ein oder andere Übung mal zu machen. Und von daher, also ich glaube, wenn Eltern allgemein sich den Kindern, die Kinder mitnehmen, dann ist das schon eine tolle Sache und ist einfach wichtig wichtiger als einfach von Fernsehen oder vor die Konsole zu setzen. Ja, ganz, ganz bestimmt. Das habt ihr übrigens auch nicht gemacht. Ich habe neulich ein Bild auf Facebook gesehen. Da seid ihr, ich glaube, im Klinikum gewesen und habt entsprechende Pizzen an diejenigen, die im Moment so für uns so wichtige Dienste im Bereich der Gesundheitsleisten gebracht. Da hat irgendwie eine Challenge vorher stattgefunden. Was war das für eine Nummer? Ja, das ist ein Kumpel von mir aus Berlin, der Thorsten Matuschka, Union Berlin-Legende, rief mich an und sagte, ja, er hätte eine Idee, ob ich mitmachen würde. Ja, das ist die sogenannte Schienbein-Challenge. Das heißt, der Ball muss jongliert werden, aber auf dem Schienbein, nicht auf dem Spann oder am Fuß.
Und ja, eben die Kontakte, die man schafft. Bei mir waren es 10. Ich habe allerdings nur einen Versuch gemacht, muss ich dazu sagen. Thorsten hat, glaube ich, 17, weil das seine Rücknummer war. Der hat aber auch darauf hingearbeitet. Ich weiß, es waren mehrere Versuche. Großer Techniker war er doch eigentlich nicht, oder? Oh, doch, der konnte schon ein bisschen. Ja. Genau, demnach hat er eben 17 Pizzen und ich 10 Pizzen an eine Organisation gebracht. Überraschend, wobei das bei mir so war, dass ich schon abklären musste, weil da eben gerade die Beschränkungen ein bisschen härter waren. Aber wir durften dann eben die eine oder andere Belegschaft einfach mal überraschen, dafür, dass die uns allen gerade den Allerwertesten retten. Ja, ja, absolut. Das ist eine gute Geschichte. Es gibt ja verschiedene Challenges, die da auch durchaus positiv sind. Uikick Corona haben wir gerade vom Hügelcup noch gemacht und so weiter. Also das kann man da tatsächlich unterstützen auf eine wirklich wunderbare Aktion, ohne Zweifel. Ja, Tommy, ich habe das im Vorgespräch, haben wir mal gesagt, wir hatten vor vielen Jahren mal einen ganz interessanten Abend, damals bei unserem Freund Stefan Buchholz. Und da haben wir festgestellt, dass wir beide auch österreichische Musik manchmal ganz gerne hören an der einen oder anderen Stelle. Nun sind die Grenzen zu. Wolltet ihr im Sommer auch nach Österreich oder wollt ihr das noch? Wie sind da eure Pläne? Nicht wirklich. Also der Musik wegen würde ich es tun, ja. Der Landschaft wegen auch. Aber im Sommer bin ich ja meistens Richtung Norden orientiert durch die Fußballcamps. Ich bin ja auf Jüst, machen wir 5 Wochen Fußballcamp. Da bin ich zwar nicht selbst 5 Wochen, aber ein paar Wochen eben. Und das verbinden wir meistens Sommerurlaub. Von daher jetzt eher nicht Österreich, aber die Musik begleitet trotzdem. Ja, ja, und das könnte ja unter Umständen auf Jüst, wollen wir doch hoffen, dass das dann auch stattfinden kann. Da habt ihr wahrscheinlich in diesem Fall nicht auf Sand gebaut. Das ist ganz interessant im Verhältnis mit Jüst. Beinahe abschließend, Jürgen Hehmann, dein Kompagnon bei der Nacht von Hasbergen, war unlängst schon hier. Das ist, glaube ich, 2 Wochen in etwa her. Hat gesagt, es sei noch nicht raus. Ob die jetzt stattfinden können, ob es verlegt würde. Gibt es da Neuigkeiten? Jein, also ganz offiziell ist die Nacht von Hasbergen noch nicht abgesagt. Anfang Juni, wobei wir sind natürlich so klar, dass wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit durchaus da ist, dass wir das dann hoffentlich nur verschieben müssen. Wir hoffen, dass wir unseren Ausweichtermin am 4. September dann wählen können. Das ist auch wieder ein Freitag, sowohl als auch leider ohne Weinfest. Das ist natürlich eine Verbindung, die sonst immer besteht und hoffentlich auch weiterhin dann so bleibt ab 2021, aber in diesem Jahr müssen wir improvisieren. Wir wollen uns Ende April dann wirklich entscheiden, ob wir es durchziehen. Dann müssen wir natürlich nochmal einen Monat ranklotzen, aber irgendwann muss man dann Ja oder Nein sagen. Wenn es nicht von anderer Stelle schon getan wird, dann entscheiden wir selbst. Ja, genau. Ja, wir warten ja auch, welche Möglichkeiten dann nach dem 20.04. sind. Das haben wir alle nicht in der Hand. Das müssen wir mal abwarten. Ja, Tommy, abschließend, wie gesagt, heute Ostern. Du hast ein bundesweites Netzwerk, vielleicht möchtest du denen auch noch eben irgendwie frohe Ostern wünschen. Besser kann man es ja gar nicht machen als an dieser Stelle. Bitteschön. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich habe mich zwar gerade schon beschwert, dass ich nur Ersatzmann bin und an Nummer 15 oder 16 komme, aber da drücke ich natürlich mal ein Auge zu. ja, ansonsten wünsche ich natürlich allen Zuschauern, Zuhörern, wie auch immer, ein schönes Osterfest. Die letzten Tage noch mal genießen. Ich hoffe, dass genug Eier gefunden worden sind, dass die Kinder glücklich sind und auf diesem Wege dann Bewegung hatten. Der Osterhase war mit Sicherheit aktiv und das sollten wir auch alle bleiben, damit, wenn es dann weitergeht, dass wir dann Gas geben können. Ja, genau so. Auch im Namen der Gemeinde noch mal frohes und alles Gute und wie immer als letztes, bleibt gesund.